Ja, ich weiß auch nicht. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir dieses Jahr noch irgendwas rausbringen. Von irgendwem. Von wem? Weiß ich nicht von wem. Keine Ahnung. Irgendein Künstler. Ich habe gehört, Thorsohn hat halt die ganzen alten Songs von ihm noch. Von früher. Aber die gibt er nicht raus. Er meint, dass er das lieber selber machen will. Ja. Irgendwie über Internet irgendwas. Meint er so eine Internet? Plattform, über so eine Plattform will er das. Ohne Label, meint er. Man braucht heutzutage kein Label, hat er gesagt. Aber ich denke, wir müssen auch das nicht mit ihm diskutieren. Ich würde sagen, wir holen uns die einfach, weil im Endeffekt stehen die uns zu. Wir haben ihn lange genug, haben wir ihn irgendwie mit durch den Dreck gezogen. Wo wohnt er? Ich glaube, der wohnt in so einem Einfamilienhaus. Da, am anderen Ende vom Bauernhof. Wo? Welche Nummer? Name und Adresse. Er wohnt auch hier auf dem Bauernhof, wo wir sind. Aber da hinten in so einem kleinen Haus mit zwei Rädern. Den finden wir schon. Den finden wir. Let's go! Ja! Yeah. Ich schlag die Augen auf und du liegst neben mir. Du fragst, wer bist du und wo sind wir hier? Ich erwidere nur kurz, das hätte ich selber gern gewusst. Da ist eine Haltestelle, komm, wir nehmen den Bus. Der Fahrer hat ein leuchtend gelbes spitzes Hütchen auf. Und irgendwie ist der auch so ganz komisch drauf. Er sagt, er will zwei Bonbons, aber bitte rot und schön. Die Tür geht zu und los kann unsere Reise gehen. Mit 190 Sachen geht es eine Straße lang. Ich sag, das ist nicht unsere Richtung, bitte halten Sie kurz an. Der Fahrer dreht sich um und sagt, das ist doch echt Asphalterei. In der Richtung, die ich fahre, ist für jeden was dabei. Das Ganze sagt er auf Französisch, weshalb ich auch nichts verstehe und deshalb... Also wo ist die Scheiße? Wo ist das Ding? Wo ist die Scheiße? Denk auch so. Dann hätte ich ihn da. Was ist das vielleicht? Oder was? Das ist drogenabhängig. Echt noch? Oh, ganz gut. Ist es da. Was? Das? Ja. Das? Das. Er hat's. Geil. Ja. Komm raus! Wir haben das, Taylor. Wir haben es. In unserer Gewalt. Wir werden es rausbringen. Money makes the world go round. Die ganzen alten Egotronic-Kids auf einer Kassette. Auf der schwarzen Vinyl-Kassette. Egotronic-CD. Ich schlag die Augen auf und du liegst neben mir. Du fragst, wer bist du und wo sind wir hier? Ich erwidere nur kurz, das hätte ich selber gern gewusst. Da ist eine Haltestelle, komm, wir nehmen den Bus. Der Fahrer hat